Hallo und willkommen zurück bei On the Table. Ja, heute mal wieder mit Blood Bowl. Und zwar dem Ork Blood Bowl Team. Ja, jetzt wird wohl der ein oder andere sagen, ja, Orks, du hast doch dieses komplette Spielset für teuer Geld gekauft, da waren die Orks auch mit dabei. Jo, sind sie natürlich auch. Die habe ich auch hier, ne? Also sind auch schon hier mit bemalt worden. So ist ja nicht. Aber wer jetzt da irgendwie ein paar Anpassungen an seinem Team vornehmen wollte, der wurde halt von Games Workshop die ganze Zeit so ein bisschen im Regen stehen gelassen, eben weil es keine separate Orkbox gab. Ich würde halt mein Team halt auch gerne ein bisschen anders aufstellen. Statt nur irgendwie zwei Blitzer zu haben, hätte ich halt gerne vier. Dafür hätte ich gerne einen Werfer halt weniger. Ja, man könnte jetzt natürlich sagen, man sagt jetzt, der eine Werfer, der halt dabei ist, ist jetzt halt ein Blitzer. Und einer von den Linemen ist jetzt halt auch ein Blitzer. Man muss das halt dann nur irgendwie kenntlich machen. Aber naja, man kann sich halt auch jetzt halt eine separate Box kaufen und es sein Team dann entsprechend aufstellen. Man hat dann auch ein paar Reservespieler und ja, wer sonst irgendwie jetzt nicht zwingend die Regeln braucht, weil er es kennt und für den dieses Menschenteam sowieso totaler Ballast ist, der hat jetzt halt eine Möglichkeit hier für 30 Euro oder was es immer es kostet, halt hier sich das Ork-Team halt so zu kaufen. Was ist da sonst mit drin? Eigentlich nichts Neues. Es ist dasselbe Gedönse, was halt auch tatsächlich im Spielset mit dabei ist. Es sind hier zwei Black Ork-Blocker mit dabei, zwei Blitzer, sechs Linemen und zwei Werfer. Wie gesagt, Werfer, nee, ist jetzt vielleicht bei den Orks nicht wirklich wichtig. Deswegen, ja, lieber halt hier irgendwie von denen da ersetzen und so. Die Bälle sind dabei, die zwei Münzen sind dabei, die Anzeigen sind mit dabei. Was ich jetzt nicht so genau weiß, ist halt hier bei den Abziehbildern, bei den Decals, ob halt beim Spielset halt auch schwarze und weiße Versionen mit dabei sind. Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, weil ich mir eigentlich die Decals nie so ganz hundertprozentig genau angucke, wenn ich die mal hier ausgepackt habe. Also die Decals, die wandern dann in einen großen Umschlag und geraten da in Vergessenheit. Deswegen bin ich mir da nicht so ganz sicher. Zumal jetzt halt da bei dem großen Set ja auch die Decals für die Menschen irgendwie mit dabei waren. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Dann gibt es halt hier die Malanleitung für die Gouged Eye für das Team. Aber hier gibt es halt dann auch noch ein paar andere Variationen. Queen Destroyer ist halt hier mehr in grün und The Death Squad. Wobei das dann halt etwas aufwendiger zu bemalen ist mit diesem Feuereffekt hier. So, packen wir mal aus. Aber ich denke, nee, sie sehen ein bisschen anders aus beim eigentlichen Set. Sind ja die Gussrahmen in grün und hier sind sie halt grau. Finde ich persönlich besser. Bei dem Spielset war es halt so gewesen, man hatte das dann schon ein bisschen unterschieden zwischen den blauen Menschen und den grünen Orks. Also wer nicht die Mannschaften halt bemalen wollte, der konnte halt die einfach zusammenbauen und hatte dann schon mal eine halbwegs vernünftige Figuren irgendwie so gehabt, die man unterscheiden kann. Wenn die halt alle irgendwie hier in diesem Grau daher gekommen wären, hätte man ein Problem gehabt, sie, ja, eigentlich auch nicht, aber man hätte schon ein bisschen Probleme gehabt, die auf dem Spieltisch dann zu unterscheiden. Aber hier alles in
gräulichem Grau. Die Gussrahmen sind weitestgehend identisch, eben weil das alles schön symmetrisch ist, was da, ja, was man halt hier daraus bauen kann. Das sind halt immer hier 2, 2, 2, 2, 2. Passt also, kann man dann halt hier auch schön so verteilen. Die Bases mit Schlitz und Loch sind dabei, halt das Loch für den Ball, um anzuzeigen, wer halt dann gerade den Ball hat. Auch hier nichts Neues. Wie gesagt, bei den Decals bin ich mir absolut nicht sicher, ob es da eine Unterscheidung gab zwischen Rot und Weiß. Gut. Bin mir da nicht so ganz sicher. Es könnte sein, aber ich weiß es halt nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier Decals mit Ork Blood Bowl Zeichen. So, und dann gibt es hier noch eine kleine Anleitung. Da braucht man dann halt auch nicht dieses große Regelheft mehr, um da halt rauszusuchen, wie die Jungs hier zusammenzubauen sind, sondern man hat das hier einmal relativ kurz und bündig. Plus, ja, die Regeln und die Kosten. Also wer da seine sein Team irgendwie zusammenstellen will, der findet dann halt hier irgendwie ein bisschen was, was es halt kostet. Braucht aber trotzdem halt dann irgendwie die Regeln. Na gut. So viel dann zum Blood Bowl Ork Team. Es gibt da jetzt zur Box halt auch ähnlich wie bei den Menschen, die halt vor einem Monat oder zwei ihre separate Spielerbox bekommen haben. Die haben ja da halt auch den Oger als zusätzlichen Spieler bekommen. Und ja, bei den Orks ist es jetzt genau ähnlich. Die haben jetzt halt auch ihre Spielebox und haben einen speziellen Spieler, der halt auch nicht im großen Set mit enthalten ist, sondern jetzt halt separat erhältlich ist. Und ja, den habe ich mir halt dann auch dazu gekauft und den werde ich dann als nächstes hier auspacken. Aber wie gesagt, da mache ich eine extra Folge draus und wer sich halt dafür interessiert, muss dann halt leider beim nächsten Mal erst zuschalten. Ich mache hier an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann halt beim nächsten Mal wieder. Bis dann!